Konami. Und wow, eine epische Sonnenfinsternis. Und Fledermäuse, was könnte hier nur los sein? Welches Spiel könnte das sein? Ah, es ist Castlevania Area of Sorrow. Willkommen, Leute, Tag und so weiter zu einem neuen Let's Play Projekt mit dem Namen Castlevania Area of Sorrow. Wer hätte das gedacht? Fangen wir einfach mal an. Nicht? So, Spiel starten wir erstmal eins. Das war mein Testspielstand, wo ich 5 Minuten lang gespielt habe. Oh mein Gott. Ja, ansonsten ist das Spiel blind, tatsächlich. Ich bin auch bei der ganzen Castlevania-Reihe eher ein Neuling. Ich glaube, habe ich schon mal ein Spiel gespielt von Castlevania? Ich glaube, ich habe den ersten Teil mal angespielt, den ganz alten ersten da auf dem NES, aber der war mir zu deprimierend, deshalb habe ich da aufgehört. Deshalb machen wir einfach mal einen neuen Spielstand und nennen den... Genauso wie der anderen Epic. Hurra! Weil der episch ist. Nur diesmal mit einem Ausrufezeichen statt mit einem toten Kopf. Okay, Epic. Wir schreiben das Jahr 2035, Japan. Überall versammeln sich Zuschauergruppen in Erwartung der ersten Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts. Ich heiße es Sommergruß oder so. Nee, Sommergruß und lebe zurzeit als Austauschschüler in Japan. Ich wohne in der Nähe des alten Hakuba-Schreins, der eng mit der Mythologie Japans verbunden ist. Nina Hakuba, einzige Tochter des Schreinwächters, geht in meine Klasse, wir sind gute Freunde. Ich war auf dem Weg zum Schrein, um mir mit Nina zusammen die Sonnenfinsternis anzusehen, aber die Treppe zum Schrein wirkte seltsamerweise länger als sonst, als wollte er etwas zu Ziel abhalten. Schließlich schaffte ich es, durch das Tor des Schreins zu treten und mich... Weiß auf weiß ist nicht gut. Die pechschwarze Sonne umfängt die... Weiß auf weiß ist nicht gut? Ach, egal. Wenn euch das interessiert, haltet an, wenn man den Text lesen kann. Also, wenn der Text auf der Sonne ist, kann man nicht mehr so gut lesen. Oh mein Gott, was ist das? Oh, hey, er scheint zu sich zu kommen. Wo bin ich? Hey, was passiert? Du beherrschst uns also doch mit deiner Anwesenheit. Beerst. Tut mir leid. Na, ausgeschlafen? Epic Lag, das ist man ja schon gewöhnt. Ist mir egal. Hä, wer ist denn das? Schon okay, so, er heißt Genya Arikado und ist Japaner. Lassen wir das Geplänkel. Ich habe ein paar Fragen und brauche Antworten. Na dann mal los. Wieso seid ihr hier? Einfach. Wieso? Na, Mina und ich. Moment mal, wo sind wir? In Draculas Schloss. Dam, dam, dam. Hä, Draculas Schloss. Soll das etwa heißen, wir sind in Europa? Nein, wir sind in der Sonnenfinsternis. In der Sonnenfinsternis, du spinnst ja. Hältst du mich für blöd? Eine Sonnenfinsternis ist kein Ort, ist ein Ereignis. Oh Mann. Soma, hör ihm doch mal zu, er sagt die Wahrheit. Wovon redest du da überhaupt? Erklär mir das erstmal. Also, es ist so. Hä, Angreifer. Oh mein fucking Gott. Lustig. Hä, was passiert denn da? Verdammt, beschützt das Mädchen. Ja. Schleich dich dahin, wo du hergekommen bist. Das war ein epischer Kampfschrei. Flügelskelett. Schleudert Speere. Was war denn das? Was war das denn? So ist er also erwacht. Was? Wer ist erwacht? Der Geist des Wesens, das du getötet hast, ist in deinen Körper gefahren. Du hast die Macht, die Fähigkeiten getöteter Ungeheuer anzunehmen. Wie soll ich über die so eine Macht verfügen? Wieso nur? Du hast sie erworben. Geh jetzt im Zimmer des Hausherrn. Wieso sollte ich? Möchtest du und deine Freunde nicht zu eurer Welt zurückkehren? Doch, natürlich. Geh zum Zimmer des Hausherrn, dann wirst du alles verstehen. Aber ich kann Mina doch nicht hier zurücklassen. Mach dir keine Sorgen um sie, ich erreichte eine Schutzbarriere. Doch der Tod findet alle, die sich zu lange hier aufhalten. Dann muss ich... Ja, nur du kannst sie vor einem qualvollen Tod bewahren.
Und du, was machst du so lange? Auch ich habe in diesem Gemein einiges zu erledigen. Geh, mach dich auf den Weg. Euer beiden Leben stehen auf dem Spiel. Hm, cool. Also hier kann ich springen und hier komme ich nicht raus und da kann ich angreifen. Okay. Und Leute spreche ich übrigens auch so an. Indem ich sie ersteche. Bäh, geh, mach dich auf den Weg. Euer beiden Leben stehen auf. Hast du schon mal gesagt. Also wie gesagt, ich habe die ersten paar Minuten, ich glaube die ersten 5 Minuten schon mal angespielt. Und hier, oh mein Gott, Zombies. Ich weiß schon ungefähr, wie sich das Spiel steuert. Ist gut. Oh mein Gott, Zombies. Stoffgewand, hier krieg ich immer wieder Stoffgewand. Warte mal kurz. Jetzt ist eine Ausrüstung. Stoffgewand. Oh, das ist besser als meins. Cool. Au, au, au. Schlecht. Und ich kann auch Sperre werfen. Juhu. Und hier Herzen. Die Herzen, die... Was laden die nochmal auf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht meine Energie. In alten Spielen waren das Munition. Hier weiß ich es nicht. Ganz ehrlich nicht. Boah, blöde Zombies. Da kommen ja immer mehr. Und ich schlachte sie natürlich alle ab. Ich könnte einfach über die drüber springen. Ich glaube, das mag ich jetzt auch. Aber ich schlachte sie trotzdem ab. Obwohl ich über die drüber gesprungen bin. Oh fuck. Oh fuck. Ich werde hier immer getroffen. Ist ja mal schlecht. So. Hier durch und blöde Fledermäuse umbringen. Und hier finden wir was Neues. Und oh, ich kann nicht hoch genug springen. Egal, hier. Was Neues. Ausrüstung. Neue Waffe. Kurzschwert. Uah. Das war hier. Seht ihr euch an. Uah. Mann, ich habe das längere Schwert als du. Ja, ich kann mit Ultraschallwellen angreifen. Uah. Nein, kann. Warte. Stimmt, das geht so. Ich glaube das hier, nein, wo war das, das kann man hier irgendwie ausrüsten, das weiß ich. Ah, hier Seele, genau. Ich kann jetzt mit, Sperre oder Ultra, ich greife mit Ultraschallwellen an, hey. Hier schreie ich an, uah, nein, das war die falsche Taste. Schlecht. Echt schlecht. Hier. Dich will ich haben. Zurückspringen mit L. Jetzt kann ich das hier machen. So, ich will jetzt mit Ultraschallwellen angreifen und ich drücke immer wieder die falsche Taste. So. So, jetzt aber richtig. Auch mal aufhören zu fehlen. Kommt her. Ultraschallwelle. Ja, cool. Cool. Echt cool. Bisschen Geld. Okay, na dann geht's ja ab weiter. Warte, hier hoch sollte ich noch gehen. Hier gibt's noch ein bisschen Geld. Ich will jetzt hochgehen. Das weiß ich nämlich auch noch, weil ich hier auch schon gespielt habe, ein bisschen. Und hier ein Cape holen, weil wegen... Capes sind cool. Außen kriege ich da mehr Verteidigung. Schön. Ich gehe mal hier lang erstmal. Oder... Ja, ich gehe hier lang. Fuck. Was mache ich denn hier? Nicht umbringen. Wuhu. Wisst ihr was? Nein, nein. Ich benutze lieber die Sperrsäbel, die ist cooler. Flügel, Skelett, Schleudert, Sperre. Gut. 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 Warte. Damn. Bam. So. Was sagst du jetzt? Und dich mache ich so platt. Gut. Alles in Ordnung. Oh, neuer Gegnertyp. Oh mein Gott. Und die kann Äxte werfen. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch lernen, wenn ich genug von denen umhau. Hoffe ich mal. Mach ich. Ich weiß zumindest, dass man hier, dass man eine Lederrüstung von denen kriegen kann, wenn man genug davon umhaut. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Gehe ich da rein? Ich glaube, ich hau erstmal den Typen hier oben um. Wow. Ja, wie ich mich hier anstelle. Ich kann hier einfach drüber springen und, oh, das, ich stelle mich hier echt dumm an. Dabei kommt doch. Okay. Stirb. Stirb. Danke. Hier kann ich eh noch nichts machen, Mann. Da muss ich auch irgendwas lernen oder was hochspringen können. Den High Jump muss ich noch erhalten und... Oh mein Gott, ein großer Gegner. Hallo. Oh fuck. Ah, das darf ich nicht zu oft treffen lassen. Gut. Ah, ja, okay. Also beim Testspiel bin ich nicht gefailt. Aber da das hier jetzt ein Let's Play ist und da wir Vorführeffekt haben, werde ich hier wahrscheinlich total failen.
Ja, habe ich doch gesagt. Vorführeffekt. Und so starb ich zum ersten Mal. Spiel. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Ja, ich muss alles nochmal machen. Cool. Ja, ich muss... Ist ja uncool. Dann nehme ich nochmal Epic. Epic. Diesmal wieder mit Ausrufezeichen. Okay. Das war ja mal uncool. Okay, ja, ja. Kennen wir alles. Ja, okay. Wieso? Mann. Wie kann man bei so einem... bei dem einen Gegner da schon fehlen, das ist ja uncool. Das war der allererste Zwischengegner und ich... uncool. Naja. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Bestimmt. Epic Lag. Wie gesagt, Vorführeffekt. Ich schieb jetzt alles auf den Vorführeffekt. So, jetzt muss ich wieder ein paar Zombies killen. Also muss ich nicht, aber mache ich. Und jetzt hören mit dem Scheiß auf. So, Stoffgewand gleich geholt, ist gut. So. Ausrüstung, Stoffgewand, danke. Ja, okay. Alles in Ordnung. So. Oh. Scheiß Megalex. Okay, sterbt doch alle. Ihr Schweine. Dein Kopf blutet. Nimm das. Tschüss. Ich hau ab. Gut, Schwert. Wunderbar. Oh, ich mach jetzt Platz. Ja, zurückspringen, schön. Hallo, ich will dich platt machen. Ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach nicht von den Rüstungen so viel treffen, weil dann... habe ich mehr Lebensenergie übrig für den Pseudo-Boss, Halbboss, Ding-Boss. Vielleicht gehen wir hier unten lang, da war ich ja noch gar nicht. Vielleicht sei ein Speicherraum. Hey, cool, ist wirklich. Hey, cool. Ja, speichern, danke. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Jetzt ist wirklich alles gut. So. Also, auf geht's, machen wir die. Töten wir ein paar Riesenskelette. Eigentlich nur eins, aber okay. Aber natürlich noch ein paar kleinere Skelette. So. Perfekt. Ich glaube, die Herzen laden wirklich unser Ding auf, Mana oder was das sein soll. Damit, wo wir die Dinge schießen können. Hör. Das war cool, nur jetzt habe ich keinen Mana mehr. Naja. Ja, die hatten dann wirklich Mana auf. Also, auf zum Boss. Endboss-Time. Wir müssen nur aufpassen, dass der nicht trifft. Und nicht trifft, wie bei jedem Endboss eigentlich. Logisch nicht. Okay, kein Mana mehr. Wow. Nicht umbringen. Gut, jetzt muss gar nicht den Kopf treffen. So, jetzt aber. Oh fuck. Dass der ihn auch immer gleich so hart trifft, dieser verdammte Pseudo-Endboss. Wow, scheiße. Ich hätte so einen Dingsschritt machen sollen, so einen. Wieso mache ich das nicht einfach? Wahrscheinlich, weil meine Steuerung komisch ist. Ja, dann mach ich dann beim nächsten Mal. Oh fuck.